Jetzt noch ein paar Varianten des Gegentakt-Durchflusswandlers angucken, und zwar zunächst diesen sogenannten parallel spannungsgespeisten Gegentaktwandler, und da wollen wir auch eine andere Struktur auf der Sekundärseite kennenlernen. Tatsächlich ist es so, bei diesen Gegentaktwandlern kann ich auch sowohl primär als auch sekundärseitig unterschiedliche Kombinationen haben, das heißt, ich kann diesen Wechselrichter und den Gleichrichter unterschiedlich ausführen. Beim parallel spannungsgespeisten Gegentaktwandler haben wir primärseitig eine geteilte Primärwicklung, wo in der Mitte die Eingangsspannung angelegt wird und wir haben beide Wicklungen über jeweils einzelne Schalter an Masse angeschlossen. Und diese Schalter werden jetzt entsprechend im Gegentakt angesteuert werden. Das heißt zunächst T1 und eine halbe Periode später T2, beide mit dem gleichen Tastverhältnis, so ähnlich wie bei der PWM-Steuerung bei dem Vollbrücken-Gegentaktwandler. Und auf der Sekundärseite könnten wir jetzt genauso wie vorher auch diesen Brückengleichrichter haben. Wir könnten aber auch so einen Mittelpunktgleichrichter beispielsweise haben. Dann hätten wir hier auch eine zweigeteilte Sekundärwicklung, zwei einzelne Dioden, die auf ein gemeinsames Ausgangsfilter wirken. Das heißt, wir haben dann hier wieder dieses Ausgangsfilter bestehend aus der Induktivität LA, der Kapazität CA und dem Lastwiderstand. Jetzt wieder unsere Belastung symbolisiert, und dann wird es so sein, dass jetzt hier T1 und D1 gleichzeitig ein sind. Das heißt, wenn wir T1 schließen, legen wir die Spannung UE positiv vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt an diese Primärwicklung an. Damit wird an allen anderen Wicklungen hier entsprechende Übersetzungsverhältnisse eine Spannung ebenfalls induziert vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt, die positiv ist. Betrachten wir das, sehen wir, dass wir einerseits hier eine Spannung kriegen, und hier eine Spannung, die positiv sein wird. Das heißt, ich kriege hier N sekundär zu N primär mal UE, genauso wie hier. Dann ist jetzt aber die obere Diode in Flussrichtung gepolt, das heißt die Diode D1. Und die untere Diode wird dann in Sperrrichtung gepolt sein. Das heißt, wir kriegen dann am Ausgang hier die Spannung N sekundär zu N primär mal UE. Wenn wir jetzt den Schalter T2 einschalten, dann legen wir die Spannung UE vom Wicklungsende ohne Punkt zum Wicklungsende mit Punkt an. Und dann wird gleichzeitig die Diode D2 eingeschaltet sein, weil sich dann auch hier diese Spannungen ändern. Die Werte kann ich gleich lassen, aber die Polaritäten ändern sich, und damit wird dann hier ein Stromfluss über diese Diode in den Ausgang stattfinden, wohingegen während der ersten Phase der Stromfluss über die Diode D1 in den Ausgang stattfand. In beiden Fällen wird die Leistung aufgenommen werden während der Einschaltzeit der primärseitigen Transistoren, deswegen sind das hier Flusswandler. Und dann kriegen wir hier auch wieder ausgangsseitig eine Spannung, nennen wir die UE-Sec, die jetzt wieder pulsweitenmoduliert sein wird. Und wenn wir jetzt hier die Steuersignale von T1 und T2 betrachten, wird das dann so sein, dass sozusagen dieser erste Puls erzeugt wird durch den Transistor T1 und der zweite Impuls durch den Transistor T2. Und dann kriegen wir hier abwechselnd sozusagen die gleichgerichteten Spannungen, die jeweils von einem der beiden Transistoren erzeugt werden, und kriegen dann hier am Ausgang die Spannung N sec zu N primär mal UE. Und ansonsten können wir dann hier wieder das betrachten, genauso wie die Eingangsspannung zu einem normalen Tiefsetzsteller, nur halt, dass wir hier eine Frequenzverdopplung auf der Sekundärseite haben. Das war der parallel spannungsgespeiste Gegentaktwandler. Eine weitere Variante ist der Halbbrücken-Gegentaktwandler. Dort haben wir auf der Primärseite, jetzt malen wir hier mal wieder mit Transistoren auf, zum Beispiel zwei MOSFETs in Serie geschaltet in dieser Halbbrückenkonfiguration, die wir das erste Mal beim Synchrongleichrichter kennengelernt haben. Und wir haben jetzt keine zweite Serienschaltung von Transistoren, sondern hier eine Zusammenschaltung von zwei großen Kapazitäten, die gleich groß sind. Und die Spannung wird jetzt zwischen diesem kapazitiven Mittelpunkt und diesem Halbbrückenausgang abgegriffen. Die beiden Transistoren werden auch wieder im Gegentakt angesteuert werden. Das heißt eigentlich identisch hier wie die Transistoren T1 und T2 bei diesem spannungsgespeisten Gegentaktwandler. Auf der Ausgangsseite werden wir dann wieder einen Gleichrichter haben. Jetzt machen wir hier auch nochmal was Spezielles. Machen wir jetzt hier einen sogenannten Current Doubler Rectifier, den man einsetzt, wenn man größere Ströme und kleinere Ausgangsspannung hat, weil man dann nur eine Diodenspannung hat. Tatsächlich wirkt das hier aber genauso wie ein normaler Tiefsitzsteller auf der Sekundärseite, kann man sich mal die Zeit nehmen und das analysieren, wollen wir jetzt hier nicht machen. Tatsächlich wird hier auch wieder eine Wechselspannung
erzeugt auf der Primärseite. Das heißt, wir werden auch hier wieder so eine Spannung kriegen, die entsteht dadurch, dass wir hier die Eingangsspannung schalten und am anderen Anschluss die Spannung UE halbe anlegt. Das heißt, wir kriegen hier dann eine Spannung, die zwischen UE minus UE halbe, also UE halbe liegt, und minus UE halbe, genau die Hälfte wie beim Vollbrückenwandler. Das ist sozusagen ein kleiner Nachteil dieser Schaltung. Wir schalten nur die Hälfte der Spannungsamplitude an den Transformator. Die andere Hälfte wird durch diesen kapazitiven Spannungsteiler geliefert, wenn die Kapazitäten gleich groß sind. Und dann kriegen wir hier folgenden Verlauf an der Primärwicklung. Während einer Halbperiode wieder eine positive Spannung, während der anderen Halbperiode wieder eine negative Spannung, haben dann hier wieder die Einschaltzeit d mal t und werden das dann wieder gleich richten und kriegen dann mittels der rübertransformierten Werte und Mittelwertbildung die Ausgangsspannung. Tatsächlich können wir natürlich alle diese Konfigurationen miteinander kombinieren. Das heißt, ich kann auch diesen Halbbrücken-Wechselrichter auf der Primärseite mit dem Vollbrücken-Gleichrichter, den wir bei dem Vollbrücken-Gegentaktwandler kennengelernt haben, kombinieren. Oder mit dieser Mittelpunktschaltung. Oder ich kann auch bei diesem parallel spannungsgespeisten Gegentaktwandler diesen Current-Doubler-Rectifier reinmachen und so.